Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watch Dogs 2. Wir müssen immer noch die Wahlmaschinen manipulieren, damit der Typ hier die Wahlen immer bescheißen kann. Und ich denke mal, das wird nicht die letzte Aufgabe sein, dem Typ das Handwerk zu legen. So, warte mal, ist das der? Ne, ist er nicht. Aber egal. Ich hau ihn trotzdem um. Warte mal. Ist es der? Da habe ich doch direkt mal den Typ mit dem Schlüssel gefunden. Das ist sehr gut. Dann brauche ich den nicht mehr zu suchen. So, da oben in dem Wachturm, Leuchtturm, was auch immer, ist zum Glück keiner. Guten Tag. So. Ich sehe zwei Leute. Gucken wir mal. Hier müssten doch noch mehr sein. Kann doch nicht sein, dass das bloß zwei Stück sind. Aha. Siehst du? Da ist noch einer. So, wahrscheinlich sind es noch mehr, aber ich sehe bloß die paar. Da drin ist auch einer. Warte mal. Was ist das da? Ah. Das sah so komisch rot aus. Ich habe gedacht, das ist irgendwas. Aber war es wohl doch nicht. Sieh. Warte. Hihi. Ich will mal ausprobieren, ob ich das hinkrieg. Ah, scheiße. Ich glaube, da wäre ich nicht reingekommen, hätte ich den Schlüssel nicht. So. Hallo? Viel zu hoch. Ups. Okay. Die sind im Eimer. Aber da müssen ja noch mal wo irgendwo sie welche sein. Wo sie welche? Arschloch ausschwärmen. Alles klar. Verdammt. Okay. Alter. Was ist da jetzt nochmal explodiert? Und guck mal, wie viele jetzt auf einmal da sind. Das ist. Hallo, hier bin ich. Sage mal. Ach, das wird da so einer, der so ultra viel aushält. Ich glaube, ich sollte rennen. Hä, wie kommt der hier hoch? Ah, cool, da drüben ist nochmal eine Treppe. Boah, Alter, was geht mit denen ab? Wieso sind die... Warte. Ich bin tot. Ja. Das sind irgendwie nur solche ultra gepanzerten, kann das sein? Okay. Hä? Was war das jetzt gerade? Ist Wahlmaschinensprengen nicht etwas extrem? Scheiße, nein! Wie Josh gesagt hat, wir verschaffen der Wahl etwas Zeit. Ist eigentlich Bürgerpflicht. Ich glaube, den Satz kennen wir schon. Ey, warte. Dann kratze ich mich gerade mal an der Nase. Hier ist doch
Well. Ein Fenster. Menno. Hier? Ah, jawohl. Geil. So. Klang, klang. Kaboom. So. Mal gucken, ob da unten auch irgendwo ein Fenster offen ist. Was? Ah, okay. Da ist Fenster zu. Aber ich habe gesehen. Achso, scheiße. Sind die da drinne? Okay. Der hat mich nicht gesehen. Alles klar. Warte mal, wenn die jetzt... Alter, wie viele das sind? Hey, guck mal da. Püff. Hä? Nicht alle erwischt, oder was? Hä? Verstehe ich nicht. Wieso wird das immer noch angezeigt? Junge, Junge. Da rennen so viele rum, das ist ja abnormal. Ah, da unten steht, glaube ich, noch eine. So, sind da jetzt noch welche drinne? Ja. Da rennt zwar einer drinne rum, aber ist mir egal. Ui, ist das dunkel hier. Hä? Hä? Noch weiter runter. Wie soll denn das gehen? Alles klar. Hier regnet es irgendwelche Teile. Versuchen wir es mal. Moment. Ups, falscher Knopf. So, locken wir den mal an da. Okay, jetzt... Hä? Jetzt ist es auf einmal weg? War die Tusse auch noch ein Ziel oder was? Das ist aber... leicht extrem. So, warte mal. Nein, tue ich nicht. So. Der war knapp. Jawohl. So, jetzt fehlt nur noch die eine da. Los geht's. Ich hoffe mal, da ist jetzt keiner. Ja, die rennen alle hoch, das ist sehr gut. So. Ich würde mal sagen. Was war das für ein Blödsinn jetzt? War ich da zu nah dran? Okay, Aufgabe erfüllt. Hab sie alle. Jetzt solltest du vielleicht verschwinden. Ach, ganz easy. Ein Fitnessarmband. Hey. See. Hoppla. Bin raus. Gut. Hey, wir haben ein Video gemacht mit dem Zeug aus dem Penthouse. Sieh's dir an.
Yay, Video gucken. Irgendwann, vielleicht. Hallo. Mitbürger, Invite hat euer geheiligtes Wahlrecht als Spielzeug missbraucht. Ihr wurdet ins Visier genommen und von Invite manipuliert, um ihre Marionette zu werden, Mark Thrass. Aber der Zeck hat Invite gehackt und ihre Algorithmen geändert. Die Umfragen kippten sofort. Entschlossen, Thrass wählen zu lassen, griff Invite selbst auf Hacking zurück. Hier. Invite CEO Mary Catskill übergibt einen Virus für die Wahlmaschinen an Mark Thrass persönlich. Die Wahl wurde verschoben. Mitbürger, nutzt diese Zeit zum Nachdenken. Lasst nicht zu, dass ihr manipuliert werdet. Dezek bittet euch, denkt nach, bevor ihr wählt. Dezek hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Das ist ja alles schön und gut hier, ne? Mit, denkt darüber nach, was ihr tut beim Wählen. Aber ist dieser Virus da nicht dafür da gewesen, dass es scheißegal ist, was die Leute wählen? Weil die Maschinen trotzdem... Schlechte Nachrichten. Kannst du herkommen? Was ist denn los? Marcus, du bist in allen Nachrichten. Homeland Security hat dich auf die Most Wanted-Liste gesetzt. Was zum... Komm lieber heim, Amigo. Oh yeah, Staatsfeind Nummer 1. Aber genau das ist doch, was ich jetzt gerade erzählen wollte. Der Typ hat die Wahlmaschinen gehabt, die wir jetzt kaputt gemacht haben, weil die mit dem Virus versehen waren. Baut der dann nicht einfach neue? Ich meine, da müssen wir doch jetzt hingehen und eigentlich die Wahlmaschinen so manipulieren, dass das halt nicht passiert. Oder dass in jedem Fall der andere gewählt wird. Wo soll ich jetzt hier? Ah. Was ist denn dies? Deck alles auf. Okay. So. Aber ich denke mal, die Leute lassen sich nicht so leicht verarschen. Dadurch kriegen wir ja die ganze Zeit Follower und so, ne? Und apropos verarschen, manchmal komme ich mir auf der Arbeit nämlich als auch verarscht vor. Was? Weil es gibt Teile, die muss ich in unserer Superwaschmaschine waschen. Und die werden angeliefert mit massenweise Öl, damit sie nicht rosten. Dann mache ich die in die Waschmaschine und dann würden sie zum Einlagern kommen. Bedeutet, die kommen mit Öl an, ich mache die in die Waschmaschine, damit sie vom Öl befreit werden, gewaschen werden und sauber werden und danach wird wieder Öl draufgeschmiert, damit sie beim Einlagern nicht rosten. Da fühlt man sich leicht vergackeiert, weil... Oh, warte mal, die quatschen. Das Fall hier der große Sieg ist, aber das ist nur das Sahnehäubchen. Jetzt hinterfragen die Leute ihre eigenen Ansichten. Niemand wird zugeben wollen, dass er bei dieser Wahl verarscht wurde. Aber jeder Thrass-Wähler wird sich genau das fragen. Wir haben Bloom und CTOS zur Idee verschweißt, dass große Datenunternehmen invasiv und scheiße sind. Yep. Ein großer, invasiver Scheißkuchen. Du bist furchtbar. Das gefällt dir doch. Ah ja. Hashtag Datenskandal bei Facebook oder wie? Auf jeden Fall, das war mal das eine. Was? Ach, ich muss gar nicht in den Hackerspace, ich kann direkt hier Mission starten. So. Jetzt. Das war jetzt das, warum ich mich als verarscht gefühlt habe. Oder warum ich mich als verarscht fühle auf der Arbeit, weil irgendwie kommt mir das nicht ganz logisch vor. Warum muss ich die Teile in die Waschmaschine stopfen? Das Öl runterwaschen? Und dann neues Öl drauf tun? Nur um sie dann einlagern zu können.
Wieso kann man die nicht gleich einlagern mit dem Öl, das da schon drauf ist? Oder sehe ich da irgendwas falsch, weil soweit ich das mitgekriegt habe, ist das dasselbe Öl. Keine Ahnung. Bevor ich jetzt die Mission starte, ich gehe nämlich manchmal hin und verarsche dann selber ein bisschen die Leute. Wenn ich zum Beispiel in der Turm gehe, war ich nämlich vor ein paar Wochen mal, weil ich mir ein paar Schrauben geholt habe und hatte ein rotes T-Shirt an. Ganz zufällig. Das ist irgendwie lustig, weil dann kommen nämlich ein Haufen Leute so im Baumarkt auf dich zu und labern dich voll mit irgendwelchem Zeug, was sie wissen wollen. Und ich schicke die immer durch die Gänge. Einer hat mich mal gefragt, da war ich eben, wie gesagt, gerade bei den Schrauben. Dann kommt der, ah, ich brauche Dübel für bla 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 bla. Und ich so, ja, okay. Und dann habe ich den 10 Minuten lang die Sachen erzählt, eigentlich, was auf der Verpackung steht von der Dübel. Ich hoffe mal, ich habe ihm die richtigen Dübel angedreht, weil sonst kommt der zurück und will sich über den Mitarbeiter beschweren. Und dann fragen die sich alle so, hä, welchen Mitarbeiter? Aber man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Warte. Sonst schlabere ich die voll hier. So. Das ist die letzte Mission. Ich brauche noch etwas. Denn, wenn das die letzte Mission ist, denke ich mal, gibt es da einen wunderschönen Abschlussfilm und so. Und der wird ein bisschen dauern. Deswegen gucke ich mal kurz hier, hier, ne? Warte mal. Nee, Quatsch. Forschung? Ich habe. Cool. Null Forschungspunkte. Warte. Aber ich habe da noch einen. Was könnten wir denn noch machen? Scout X, wo ist denn das Taxi-Dingsbums da? Hier. Verfolgerfähigkeiten erforderlich. Wisst ihr was? Ich spiele noch ein bisschen Taxifahrer. Was? Sag mal, was ist denn das? Wieso wird da immer der Bildschirm so kurz schwarz? Gerade eben ja auch, als ich die Mission nochmal neu starten musste. Da hatte ich plötzlich auch so einen komischen Blackscreen. Huch, macht bestimmt einen guten Eindruck, wenn ich mit einer verbeulten Karre da zu dem Typ komme. Aber gut, vielleicht denkt er dann, hey, der hat die Verfolgerfähigkeiten. Oder er kommt sich verarscht vor. Aber das haben wir alle anscheinend irgendwie. Habt ihr das manchmal auch eigentlich auf der Arbeit oder so, dass ihr euch dezent verarscht vorkommt? Gerade wenn sowas dann ist, so, wie soll ich sagen, unnötige Arbeiten. Weil ich finde, das, was ich jetzt erzählt habe von der Arbeit, das müsste ich ja eigentlich überhaupt nicht machen. Weil ich verstehe es einfach nicht. Wir kriegen die Teile angeliefert in die eine Ecke der Halle. Ich muss sie sauber machen und dann in die andere Ecke der Halle stellen, wo sie dann von irgendeinem Typ abgeholt werden, damit sie eingelagert werden. Und ich mache nur das runter, was ich wieder drauf mache am Schluss. Aber vielleicht ist es dafür da, dass es nicht so viel Öl ist. Denn wenn ich dran denke, montags kannst du noch einigermaßen gescheit mit der Ameise rumfahren. Und ab Dienstag kannst du die Ameise wieder zu der Schlitterin zählen, weil du da am Rumrutschen bist wie Drecksau durch das ganze Öl, das da so
am Rumgammeln ist. Bremst der einfach. Sag mal, wo soll ich denn den Typ abholen? Hey, kann mich einer fahren? Das ist ja hier wie Dings. Blablacar. Hey, ich würde gern von Stuttgart nach Köln. Können Sie mal von Hamburg runtergefahren kommen? Ich warte mal 3 Tage und dann nehmen Sie mich mit zurück oder so. Ich fahre hier jetzt 10.000 Meter. Nur um den Typ da zu holen. Und der steht jetzt hier eine Dreiviertelstunde auf der Straße rum und... keine Ahnung. Guckt auf Invite, was er gerade gewählt hat oder so. Ich weiß es nicht. Ma. Ich bin schon mal irgendwie besser gefahren. Aber... hey, Scout X-Ort in der Nähe. Die müsste ich eigentlich auch noch machen. Ich glaube, ich müsste jetzt erstmal das ganze Zeug alles machen, was ich da so noch nicht gemacht habe. Geh mal weg da mit deinem Motorrad. Hey! Diese Straße erinnert mich an irgendwas. Dieses Fahrzeug wird von Driver San Francisco nicht anerkannt. Besorgt dir ein anderes. Hä? Ich darf den nicht mit einer Sportwaage abholen, oder was? Nehmen wir halt das. Ich verstehe es zwar nicht ganz. Vielleicht lag es aber wirklich daran, dass es so verbeult ist. Hey Mann. Yeah, was ist das? Jan Delay oder was? Oh je, das tut mir echt leid. Ich weiß ungefähr, wo wir suchen können. Helfen Sie mir? Klar, aber... warum rufen Sie nicht die Cops? Weil ich selbst keine blütenweiße Weste habe. Ich glaube, das ist ein Gegenschlag. Naja, ich sag mal so, wir sitzen eigentlich jetzt gerade auch in einem geklauten Auto. Das ist... passend. Okay, also mein Kumpel schreibt, es wäre hier. Okay, und? Scheiße, Mann. Er hat gesagt, ich schreibe ihm nochmal. Okay, er sagt, er hat noch eine Idee. Was haben Sie getan? Ich fahre auch für die SF, wie Sie. Sie wissen bestimmt, dass die Taxifahrer ziemlich sauer auf uns sind. Ja, habe ich gemerkt. Ja, habe ich schon ein paar Mal mitgekriegt. Weil wir ihnen anscheinend die Kunden klauen. Und anscheinend hat der Typ hier jetzt irgendwas gegen die Taxifahrer gemacht. Welche jetzt... ihm das Auto geklaut haben. See. Knapp. Hey, die Karre ist noch ganz. Das kann ja gar nicht sein. Warte mal. Irgendwas ist gerade zu Bruch gegangen. Vielleicht ist jawohl, die Auto ja hier. Ah, das sieht nicht gut aus. Komisch. Mein Kumpel war sich sicher, dass es hier ist. Woher hat Ihr Kumpel seine Infos? Er kennt da wohl jemand. Puh, okay. Wir versuchen es noch woanders. Ein paar von denen haben mich an einen abgelegenen Ort gelockt und mir eine Abreibung verpasst. Arschlöcher. Das lasse ich mir doch nicht bieten, Mann. Ein Kumpel und ich haben eins ihrer Autos geschrottet. Die Karre hat jetzt ein paar Beulen. Na und? Wir haben niemanden verletzt. Die haben mir die Rippen gebrochen. Fragt sich jetzt nur, wann das gewesen ist. Weil ich glaube, das ist nicht so gesund, wenn der mit gebrochenen Rippen bei mir im Karre hockt. Und ich hier so ein bisschen gegen andere Autos dotze und so. Was? Ist das was? Ja. Hier sind wir richtig. Okay, Moment mal. Irgendwas ist hier seltsam. Nein, alles cool. Das ist mein Auto. Wir, die haben es geschrottet. Ein Moment mal. Näher ran, falls jemand da rausspringt. Ach du Scheiße! Scheiße! Die haben mein Auto gesprengt. Mein Auto!
Wir müssen sofort hier weg. Die Cops dürfen uns nicht kriegen. Das können wir nie erklären. Bewegung! Bin unterwegs! Seine verdammte Scheiße! Wer sprengt denn einfach ein Auto? Fest gegen die zurück, das schwöre ich. Die Cops dürfen uns nicht kriegen. Ich tue schon, was ich kann. Ja, halt die Schnauze. Jetzt, wo die weg sind, können sie mich rauslassen. Jetzt können sie mich rauslassen. Ich musste nur, was weiß ich, nochmal 10 Kilometer durch die Gegend fahren. Ja. Also die Taxifahrer in San Francisco sind schon hart drauf. Und ich habe gedacht, die in New York sind krank. Aber das... Erst schlagen sie ihn zusammen. Und dann macht er ein Auto kaputt. Und dann sprengen die sein Auto. Dezent übertrieben, aber egal. Wir haben hier ja schon andere komische Dinge erlebt, ne? So, muss ich den jetzt wieder zurückfahren da zu seiner komischen Grove Street oder? Ah ja, anscheinend schon. Fall finde ich es witzig, sie können mich jetzt rauslassen. Und bleibt einfach sitzen und wartet, bis ich ihn nach Hause gefahren habe. Und hier sind wir. Okay. Und auf einmal ist die Verbindung zum Ubisoft-Server weg. Bewertung 3 Sterne. Warum? Verdiene 6 Sterne mehr und werde zum Straßenkrieger. Aha. Okay. Ich glaube, da habe ich noch einiges zu tun. Beim Driver San Francisco. Und dann habe ich vielleicht nochmal ein paar Erfahrungspunkte, die ich irgendwo einsetzen kann. Zum Beispiel in einen besseren Server von Ubisoft oder so. Oder was sagt ihr? Sagt ihr, nee, mach mal die letzte Mission? Ich will wissen, was da abgeht. Oder sagt ihr, mal gucken, was der Typ da noch so... Untersuchungen wurden was? Eingeleitet, um zu klären, ob das Unternehmen Invite mit dem ehemaligen Kongressabgeordneten Mark Thruss tatsächlich versucht hat, die aktuellen Kongresswahlen zu manipulieren. Beweise für dieses Vergehen lieferte die umstrittene Hackergruppe DedSec. Aufgrund dieser Beweise wurde die Wahl inzwischen verschoben. Das ist irgendwie lustig, dass die einfach so einer Hackergruppe glauben. Ich meine, gut. Kennt man ja von Anonymous und so, aber... So, hey. Weil ich meine, eine Hackergruppe, die können auch locker mal so ein bisschen Photoshop und so ein Zeug, ne? Da könnte man ja auch was deichseln. Und dann einfach Leute beschuldigen und so. Okay. Oh, Zenti da ein bisschen rumgetanzt, dann kommt da irgend so ein Depp und schießt. Okay, schnell weg, sonst bin ich da auch noch irgendwie mit drin verwickelt. Um eine Schießerei, du Depp, hörst du es nicht im Hintergrund? Hey, was bellst du mich jetzt an? See. Oakland Olonus. Ich glaube, die heißen irgendwie anders. Weil das Symbol kommt mir ein bisschen bekannt vor. Wie dem auch sei. Ich mach mal hier einen Abflug. So. Blödes Geballer da. So, jetzt. Wie gesagt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben,
ob ihr lieber wollt, die letzte Mission anzugehen oder ob ich noch ein bisschen als Taxifahrer rumgurk. Im richtigen Auto sitze ich ja jetzt anscheinend schon. Oder was man sonst noch so machen könnt. Was machst du da für Geräusche? Und ja. Dann gucken wir mal, was noch so abgeht. Warte mal. Ah ne, ist irgendein anderer Pike. Wollte gerade sagen, hey, ich bin jetzt aus Versehen direkt hier zum Dingens gefahren. Ich glaube, in dem Park hier war ich noch gar nicht. Mal gucken mal. Sieht cool aus. Aber da laufe ich vielleicht in der nächsten Folge drin rum. So zum Anfang. Muss ich mal gucken. Allahop. Bis dann.